Moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal S-Team 53. Folgendes, wir haben wieder was für euch bestellt, also für uns, aber ihr seht es, ne? Schönes Unboxing und ja, wollen wir mal hoffen, dass es auch so angekommen ist, wie es ankommen sollte, sprich Eile. Ja, dazu machen wir das jetzt auf und dann schauen wir mal rein. Also, es ist schon fast auf, aber ja, ich hätte es euch gerne anders gezeigt, dass ihr auch richtig seht, dass ich das öffne. Aber ich habe leider immer noch keine andere Cam, Leute, weil ich noch unschlüssig bin, was ich dann nehmen soll. Ja? Weil, wie gesagt, GoPro ist jetzt nicht mehr so meins. Das war ein kompletter Reinfall. So, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir einen Umschlag. Den können wir vielleicht sogar noch mal wiederverwenden. Dann haben wir hier ein bisschen Zeitung drumherum. Hier, ne? Die gute Werbung. Jo, 4 Autos. Die sind sogar so angekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und in der Tat sind die tatsächlich für euch. Ja, aber dazu gleich mehr. Wir fangen an mit einem Renault von... Ja, das kann jetzt alles sein hier. Den Hersteller weiß ich tatsächlich gerade nicht. Sekunde, Leute, wir haben es gleich. Mit viel Glück. Ja. Mal eben hier unten. So. Ja, wenn das so klein geschrieben ist, ne? So, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht ganz so doll zittern hier. Ja, Renault Laguna, das ist klar. Aber wer ist der Hersteller? Egal. So, Renault Laguna, Spiegel fehlen, Frontscheibe auch. 1:43. Und steht aber sonst noch sehr gut im Schuh, muss ich sagen. Eben, ja, nur die eine kleine Macke mit der Frontscheibe und den Außenspiegeln. Aber ich denke, damit kann man leben. Ne? Spiegelt wenigstens nicht so. Und ja, man kann auch mal das Armaturenbrett bis in die kleine Ecke putzen. Ne? Ihr kennt das. Ja, und von unten auch sehr schön gemacht. Ne? Mit dem Auspuff hier, die Traggelenke und. Selbst der Motor ist gut zu erkennen. Mit dem Getriebe, ja. Der Tank, alles da. Die Räder aus Gummi und Schubkarrenreifen hat er. Ja, einer, der hat es nicht ganz überlebt. Schade. Das ist hier der kleine silberne BMW. Der hat es nicht überlebt. Der ist von Maisto gewesen. Ein BMW X, ne, X6, kann das sein? Ja, X6. Sollte es mal gewesen sein. Also man sieht richtig, dass der leider verformt ist. Das liegt aber an der Post. Weil sie natürlich alles reingequetscht hat, ja. Statt, ja, dann zu sagen, okay, galt nicht, klemmt, hol in der Filiale ab, fertig. Das finde ich ärgerlich. Also somit nur noch für Leute was, die da ein bisschen basteln wollen. Ein Flügeltürer hier von Valley und zwar ein Mercedes. Genau gesagt ein SLS AMG. So sieht das gute Stück aus. Geht der nicht höher? Nee. Witzig, ne? Dass die eine Tür höher ist als die andere. Ja.
Er hat natürlich auch Gebrauchsspuren, ne? Irgendwelche Abriebsspuren und hast du nicht gesehen. Aber dafür ist er noch in Ordnung. Ne? Hat einen Friktionsmotor. Jo, der geht noch. So. Von Siku ein T5 in Schwarz. Heckklappe geht auf. Bleibt auch offen. Wir machen sie mal wieder zu. Immerhin, der hat es überlebt. Ja? Komischerweise, der hat es voll überlebt. Obwohl er genauso drin stand wie die anderen auch. Aber ausgerechnet der BMW, den hat es zerrissen. Naja, und dann haben wir zu guter Letzt hier noch einen Ferrari Berlinetta. 876 oder 875 GTS V289. Ich gucke lieber nochmal nach. Könnte auch V269 sein. So. Und da ist er. Ja? Der steht richtig gut noch im Schuh. Das muss ich echt mal so sagen. Für das Alter definitiv. Na, und die Türen lassen sich natürlich öffnen. Jo, vom Unterboden sieht er so aus. Also wirklich noch gut im Schuh. Vielleicht mal ein bisschen krumm die Achse oder was. Aber das ist eigentlich kaum der Rede wert. Also wenn ich den jetzt hier so mal auf meinen Mousepad rolle, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Ja, also der ist auch gut. Gut, was war denn euer Highlight hier drin im Video? Na, das könnt ihr ja mal unten reinhauen und bin ich mal gespannt. Aber ja, den BMW, den hat es leider komplett zerrissen. Ja, aber gut, dafür war zumindest ein Fahrzeug gratis dabei. Und das wird wahrscheinlich dann der gewesen sein. Also aus meiner Sicht jetzt. Na? Weil genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, welchen ich da reingeschmissen hatte. Aber okay. So ist das nun mal manchmal. Ja, dann ist es das auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bleibt uns wohl gesonnen.